Was passiert, wenn man eine fünfköpfige Familie in ein E-Auto setzt und damit eine Reise in Richtung Südfrankreich unternimmt, die normalerweise einen Land Rover Defender als Diesel fahren? Den haben wir bei uns in der Tiefgarage gelassen, damit wir gemeinsam mit unserem EV6 ja sozusagen am Ende nicht nur einen Vergleich haben, was Reichweite, Ladezeit und Ladepeak angeht, sondern auch die Meinung von der Familie, ob sie sich sowas in Zukunft vorstellen können oder ob sie doch noch bei ihrem Diesel bleiben. Also viel Spaß beim Zuschauen und ich würde sagen, jetzt kann's losgehen. Einen wunderschönen guten Morgen, einen sonnigen guten Morgen aus Südfrankreich, ihr Lieben. So, das Video beginnt schon in Südfrankreich, aber ihr bleibt dran, ihr werdet erfahren, wie der Kia EV6 und der Kia EV9 sich geschlagen haben. Hier geht es in diesem Video um den Vergleich vom Verbrauch, Reichweite, Ladezeit zwischen den beiden Autos und außerdem haben wir Freunde dabei. Aschkim ist auch dabei übrigens. Hallo zusammen, einen wunderschönen sonnigen Tag wünsche ich euch allen. Südfrankreich ist immer schön, oder? Genau, so ist es. Immer eine Reise wert. Der liebe Cenk und die liebe Melek. Das ist unsere Land Rover Familie, die ihr schon kennt. Ich habe für die beiden, für diese Reise ein Kia EV9 klar gemacht. Und zwar, ihr habt ja normalerweise immer einen Diesel. Und ihr macht all eure Urlaube mit eurem Land Rover Defender mittlerweile. Ja. Davor hattest du den Discovery. Genau. Was war das für euch jetzt für eine Umstellung, für ein Gefühl mit der Laderei und der E-Mobilität allgemein? Jetzt nicht speziell um das Auto, sondern um die Laderei. Hat euch das gestört? Nö, das hat gut geklappt. Wir fahren ja eh gerne mit euch im Urlaub und dann halten wir eh, wenn ihr haltet. Das hat ganz super geklappt. Das war kein Problem. Und wir haben ja, wenn ihr jetzt mit eurem Diesel unterwegs gewesen wärt, würdet ihr ungefähr, wenn man den Stau abrechnet, ungefähr eine Stunde vorher da gewesen. Maximal, ja. Ja, genau. Wie hast du das empfunden? Hat dich das genervt immer mit dem Anstecken, Abstecken? Also und so? Eigentlich nicht, nur wenn halt mal besetzt war. Ja. Das war halt problematisch manchmal, aber sonst. Genau. Wir mussten, glaube ich, zweimal kurz warten, ne? Zweimal 5 Minuten oder 10 maximal. Okay. Und dann ging das eigentlich. Okay, aber bist du denn, meinst du, du bist jetzt langsam so weit, auf ein E-Auto umzudenken? Ja. Könnte man machen. Also innerhalb Europa auf jeden Fall. Ja. Aber wenn es weitergeht Richtung Türkei oder keine Ahnung. Ja, noch innen lieber nicht, ne? Dann lieber nicht. Ich denke in Kroatien, Serbien oder Nordmazedonien. Geht's mittlerweile. Also wir haben da schon sehr, sehr viele Feedbacks bekommen. Kroatien klappt eigentlich wohl gut. Ja. Aber alles andere, ne, gebe ich euch auch recht. Ich hätte halt nur Bedenken in den Schulferien, dass es da extrem überfüllt ist. Ja. Dass man da vielleicht länger warten muss, wenn da 3-4 Autos stehen und nur 2 Säulen stehen. Naja gut, aber wir haben ja gesehen, wir haben jetzt zumindest unterwegs nach Frankreich mehrere Säulen gehabt. Ja. Aber trotzdem waren die teilweise gut besucht. Also in der Saison kann es schon mal vorkommen, dass man wartet. Und jetzt nun zum Auto, würde mich auch eure Meinung interessieren. Im Vergleich zu deinem Defender, Platzangebot, Fahrgefühl, das elektrische Fahren, wie habt ihr das so empfunden? Also ich sag mal so, ich fahre gerne einen Diesel. Ja. Aber ist halt schon sehr angenehm zu fahren. Ja. Ist halt ziemlich leise, sehr entspannt. Wie war zum Beispiel deine Sitzposition, das Fahrgefühl? Also du merkst ja gar nichts beim Fahren. Mhm. Und der EV9, würde sich also für eine fünfköpfige Familie eignen. Perfekt, klar. Ja, ne? Was denkst du über Platzangebot? Super viel Platz, noch viel mehr Platz als in unserem Auto wirklich, auch hinten mit Beinfreiheit. Alle Plätze sind beheizbar und bekühlbar, also wir waren sehr zufrieden. Super. Jetzt fragen wir mal die Kinder, Hallöchen, ihr Lieben. Hallo. Das ist die liebe Eile. Schaut mal, wir haben hier einen 7-Sitzer speziell und hinten, wie alt bist du, Emre? 16. Und du hast 17. Wie habt ihr das empfunden? Sag war mal. Toll. Es war sehr entspannt. Ja. Haben euch die Ladepausen irgendwas ausgemacht? Ja, eigentlich nicht. Nur, dass man einmal halt warten musste, weil es besetzt war. Aber sonst war es gut. Und du? Ich finde, wir wären so oder so stehen geblieben. Also, es hat keinen großen Unterschied gemacht. Okay. Und das Auto selber, gefällt das ihr euch? Das Auto ist Bombe. Habt ihr da hinten jetzt Platz genug? Ja, man kann ja die Sitze noch verstellen. Wir haben jetzt Gepäck dabei, aber sonst kann man auch mit 7 Personen ganz einfach reisen. Und du, mein Schatz, dir geht's auch gut soweit? Ja. Wie hast du das empfunden? Ich fand's gut, weil das Auto nicht so laut ist. Es macht nicht so dünn, dünn, dünn. Wenn der Papa Gas gibt, ne, meistens. Und ich fand's gut, dass ich dann immer bei den Pausen, dass ich immer auf die Toilette gehen kann, weil ich muss immer auf die Toilette und dann müssten wir so... Ja, super. Okay, das war dann schon mal eine gute Einleitung für das Video. Und wenn ihr dran bleibt, dann erfährt ihr nämlich, wie die Reise war, wo wir überall geladen haben, wie lange wir geladen haben und wie viel wir am Ende mit was für einem Durchschnittsverbrauch hier in Plan de la Tour angekommen sind. Viel Spaß im Video, Aschkim.
Wir sagen erstmal viel Spaß, ne? Genau. Und wir werden definitiv heute in Cassis ein anderes Video produzieren. Ja. Es geht nämlich in die wunderschöne Ortschaft namens Cassis. Genau, wir waren da schon mal, aber unsere Freunde nicht. Und Cassis kann man immer wieder sehr, sehr gern hinfahren. Cassis ist wunderschön. Ich versuchte ein kleines Ein Tag am Strand Video zu drehen, und wenn ihr dran bleibt und deinen Kanal abonniert, falls noch nicht geschehen, werdet ihr das Video dann auch definitiv verfolgen können. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt. Bis dann. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es kann endlich losgehen. Cenk und Melek und die Kinder, die sind mit dem EV9 jetzt von Köln-Nongerich aus losgefahren. Es ist jetzt 6.20 Uhr ungefähr und unser EV6 ist vollgepackt. Ist vollgepackt. Also ihr könnt uns ja jeden Zentimeter nutzen. Ja, genau. Also mein Koffer, nass. Nass, ja, und alles andere ist auch nass. Wir zeigen euch mal, wie wir das gemacht haben. Das ist nass. Hier sind unsere Strandsachen. Dann gibt es noch ein paar Essenssachen. Meine Kameratasche. Das war's. Aber wir freuen uns riesig. Wir sind insgesamt 4 Tage in Südfrankreich. Aschken, wo bist du? Hier bin ich. 2 Tage also, Sonne. Genau. Ja. 6 Tage sind wir unterwegs. 4 Tage sind wir komplett da. 1 Tag geht natürlich für die Hin- und für die Rückfahrt noch verloren. Genau. So. Ja. Unser EV6, der steht auch bereit. Ich habe ihn gestern hochgeladen auf 95% irgendwas. Ladeplanung lasse ich nicht im Navi laufen. Wir halten da, wo es nötig ist. 4-mal, 5-mal, 10-mal. Darum geht's nicht. Genau. Unser Urlaub beginnt ab sofort. Ne? So ist es. Wir haben ja auch 3 Kinder mit. Wir sind nicht so egoistisch und berücksichtigen alles. Genau. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Schaut euch das Wetter mal an hier. Wir haben 12 Grad Außentemperatur und Dauerregen und wir haben Mitte, Ende Mai. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Und jetzt kommt noch Stau hier, guck mal. Das ist zum Kotzen. Das ist nur ganz, ganz kurz. Wir haben jetzt 200 Kilometer hinter uns gebracht mit einem Durchschnittsverbrauch von 20,6 Kilowattstunden und noch 57 Kilometer, da ist auch Cenk mit dem EV9. Also wir sehen uns gleich bei Ionity in Encourt, da werden wir laden und dann, keine Ahnung, wir gucken mal, wann wir wo und wieder unterwegs sind. Dann hoffen wir, dass die Sonne rauskommen wird. Ja, da, das wird schwer. Ja. Okay, wir sind jetzt hier in Encourt angekommen oder Encourt. Furchtbares Wetter, haben die Autos bei Ionity hier angeschlossen. Ich möchte mit dem Schirm. Die haben keinen Regenschirm dabei, da sind die Kiddies. Hallo. Also, der EV9, 35%, lädt hier mit 170 kW, das wird aber gleich mehr. Und unser EV6, 34%, lädt mit 122 kW. Furchtbares Wetter, Leute. Wir melden uns gleich an der nächsten Ladepause und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Oh. Wir hätten gerne einen Schirm. Du hast 2 Stück, habe ich gehört. Ich habe die im Kofferraum, die Regenschirme, aber die sind unter den Koffern. Komm mal nicht dran. Okay, wir waren alle auf der Toilette kurz. Der EV9 hat 84% in 24 Minuten 57 Kilowattstunden nachgeladen. Und der EV6 85% in 23 Minuten 46 Kilowattstunden nachgeladen. Warten hier nochmal, genau. Also, der hat ein bisschen mehr nachgeladen, fast in der gleichen Zeit, hat also eine höhere Ladekurve, aber hat auch eine größere Batterie. Der hat etwas eine kleinere Batterie, 100 Kilowattstunden zu 77 Kilowattstunden. Nächste Ladepause, Ionity Langres in 211 Kilometern. Wir haben sogar mehr als genug geladen. Wie sieht's aus bis jetzt? Bist du zufrieden mit dem Auto? Sehr, ja? Sehr bequem. Vergleich jetzt zu deinem Defender. Also hier, ich bin fast eingeschlafen. Ja, die Kinder sind auch glücklich, ne? Hammer. Weil die mehr Hammer. Platz haben vor allem. Ja. Okay. Es fehlt an Sound. Ja, ne? Ja, aber kann man ja anmachen. Das kann man anmachen, genau. Komm, lass uns weiter. Okay, nach 460 Kilometer oder so ungefähr, 2. Ladepause bei Ionity in Langres. Emre, wie läuft's bis jetzt, mein Lieber? Super, Matt. Echt viel Platz hinten. Ja, ne? Ist top, das Auto. Gefällt dir das Auto? Ja, super, schön.
Wir haben jetzt beim EV9 25% und der Akku, der wurde vorkonditioniert laut Cenk. Das gucken wir uns jetzt noch an. Was für eine Ladeleistung bekommen wir denn hier? Jetzt geht es langsam hoch, 78 kW. Der EV9, der lädt hier jetzt bei 26% mittlerweile mit 197 kW. Den haben wir jetzt ganz frisch angesteckt. Normalerweise müssen wir jetzt nicht lange laden, weil die dritte Ladepause. Wir wollen auf dieser Reise bei Ionity immer laden. Die nächste Haltestelle oder Pause wäre in knapp 180 Kilometern. 10, 12, 13 Minuten laden reicht. Aber wie sieht unser Verbrauch aus? Lass mal kurz checken, bitte. Also, der EV9 schlägt sich gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt nach 464 Kilometern einen durchschnittlichen Verbrauch von 26,5 Kilowattstunden. Wir haben mittlerweile 202 kW an Ladeleistung bei 31%. Aber was macht der EV6? Vor allen Dingen, wie sieht da der Durchschnittsverbrauch aus? So, da ist mein Schatz, da ist mein Moonscape. Der hat mittlerweile 63% drauf, weil ich ihn vorher anschließen konnte. Und bei 63% 186 kW Ladeleistung in 9 Minuten, das ist doch der Hammer. Der EV9 hatte 25 oder 26 Kilowattstunden durchschnittlichen Verbrauch und unser EV6 hat einen Durchschnittsverbrauch von 21,8 Kilowattstunden jetzt in den 455 Kilometern. Also, da seht ihr schon den Unterschied. Allerdings gleicht der EV9 das aus mit der größeren Batterie, so dass beide Autos auf Langstrecke ungefähr eine gleiche Reichweite haben und eine gleiche Ladezeit. Bis jetzt läuft's gut und jetzt kommt so langsam die Sonne raus. Aber wo sind die Mädels eigentlich? Hallo Madame! Frau Bay, Frau Aydoğan, wie geht's euch? Alles gut? Alles relaxed. Schaut mal, wenn das Wetter gut ist, dann kann es einem nur gut gehen, jedenfalls uns. Und wie läuft es im Elektroauto? Erzählt mal, seid ihr zufrieden? Ja, Musik. Echt? Wie gefällt es dir, Aylin? Gut. Ja? Hast du Platz hinten? Ja, ich kann auch nach oben gucken, dann kann ich den Himmel sehen. Und das leise Fahren, was ist das für ein Gefühl? So angenehm. Ja? Sonst ist es immer so laut. Ja, ne? Und du sitzt vorne, Melek? Ich sitze vorne. Ich hätte aber auch gerne Massage, wie der Cenk. Ich will gleich fahren, nur damit auch mein Rücken massiert wird. Okay, ihr könnt ja tauschen, so ist es ja nicht. Frau Bay, wie geht's Ihnen so mittlerweile? Ich habe schön geschlafen vorhin. Ich habe sehr, sehr tief und gut geschlafen. Jetzt geht's mir auf jeden Fall gut. Aber nach dem ganzen Regen tut die Sonne doch sehr gut jetzt momentan, total. Oder? Und das ist hier übrigens eine sehr schöne Raststätte mit hier so Sitzbänken teilweise. Viele große Essen- und Trinkenmöglichkeiten, 6 Ionity-Ladestationen sowie ein Triple Charger von Ionity noch da hinten. Also knapp 900 Kilometer später endlich hier bei Ionity in Mornas angekommen. Jetzt der EV9 und der EV6 angeschlossen. Mein EV6 mit 30% bekommt hier seine 222 kW. Wir hatten Stau, Leute. Wir hatten Stau ohne Ende. Wir haben mindestens 2 Stunden verloren heute unterwegs. Der EV9, der beginnt hier bei 163, 192. Ja, das wird schon. Das wird schon. Der wird gleich über die 200 schießen. Wir gehen jetzt erstmal aufs Klo. Mangiare, mangiare. Mangiare, mangiare. So, wir wissen ja alle, dass der EV9 ein Allradantriebmodell ist und auch über einen Frunk verfügt. Aber Kia hat hier definitiv mehr Platz angeboten wie bei meinem EV6. Schaut mal, hier passt eine Menge rein. Hier haben wir übrigens auch unseren Wheel-to-Load-Adapter dabei. Typ 2 Kabel. Und das sieht richtig cool aus. Aber wie sieht es bei mir aus? Für alle, die es noch nicht wissen, hier ist wenig Platz. Leider, leider, leider sehr wenig Platz. Aber ich kriege trotzdem meine mobile Wallbox von M2Go hier rein. Den habe ich übrigens immer dabei. Bei jeder Auslandsreise kann ich euch nur empfehlen. Übrigens, ihr bekommt 10% auf alle Produkte bei M2Go. Auf alle AC-Ladelösungen, ob Typ 2 Kabel, Wallbox, Mini-Wallbox oder so eine mobile Wallbox, was ich oft im Ausland schon eingesetzt habe. Elektrobeiß10 ist mein Rabattcode. Schnappt euch die Kohle. So, das ist jetzt eine Ausnahme, aber wir werden bis 100% laden. Warum? Weil die da vorne sitzen und erstmal Pause machen wollen. Und wir haben noch 230 Kilometer zu fahren. Und in Plan de la Tour, wo wir hausen werden, gibt es leider nicht so viele Lademöglichkeiten. Deswegen nutzen wir jetzt alles aus und nehmen alles an Reichweite mit, was geht.
in 24 Minuten auf 93% schon hoch und lädt immer noch mit 34 kW Ladeleistung. Wir blockieren auch niemanden, denn wir haben noch genug freie Säulen hier. Hier gibt es mehrere Dutzende Ionity-Säulen und überdacht auch noch. So sollte das sein. So, meine Lieben, es gibt Pizza, Salat und, was hat Nas? Salat und Pizza. Stückchen. Stückchen Pizza. Ja, wir machen hier immer noch Halbdiät, ne? Wir sind ja noch nicht ganz. Guck mal, erzähl du mir nicht, wie man eine Diät macht. Ja? Alles, was ich abnehme, nimmt er nämlich zu. Ja, genau. Es gibt wieder Croissant und Cappuccino. Nein, 5 Tage jetzt keine Diät. Danach kannst du wieder Diät machen. Okay, es geht weiter. Letzte Etappe, noch 230 Kilometer. Ich freue mich schon. Er sagt, Tarek sagt gerade, ich bin überhaupt nicht müde. Und ich so, ich auch nicht. Aber ich habe so viel geschlafen. Das war die ganze Zeit so im Auto. Hör auf! Ich habe eine Entspannungsübung mit Kopfhörern gemacht, ja, wozu mir mein Arzt geraten hat. Das soll immer gut helfen. Hat es aber auch. Ich bin direkt eingeschlafen. Dann hatte ich Hunger. Ich wollte euch noch zu unserem letzten Standort, wo wir geladen haben. Tarek hat euch bestimmt genannt, wo das ist. Oder blenden wir euch ein. War ganz dubios. Ich wollte überall einen Salat essen. Jeder hat gesagt so, ne, no, 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 ne. Oder es waren halt einige an der Theke für 15 Euro und die sahen noch gar nichts aus. Und dann haben wir so ein verstecktes Supermarkt innen drin gefunden, was man auf Anhieb nicht sieht. Also hinter so einer Theke sozusagen. Und da konnte man sich den Salat selber mixen. Das war super. 7,80 Euro hat es dann gekostet. Das ist okay. Da war Hähnchen. Hallo? Das ist okay. Die abgepackten an der Theke, wir haben 12 Euro gekostet. Was? Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ist nichts mehr so, ne? Auf jeden Fall freuen wir uns. Wir haben jetzt vor, gleich irgendwo an einem Carrefour zu halten und ein bisschen einzukaufen, Wein, Käse, was das Herz halt begehrt. Oliven, ne? Schokolade. Schokolade passt jetzt nicht. Ja, Schokolade. Auf jeden Fall, ja, wir freuen uns riesig. Wir werden jetzt auch nicht so viel, wir haben uns noch nicht so viel vorgenommen, genau, weil wir halt auch im Pool relaxen wollen. Und ja, aber ihr werdet auf jeden Fall einiges zu sehen bekommen. Es gibt eine Roomtour heute auf jeden Fall. Die gibt es doch immer bei dem Weißen. Wir haben es geschafft, Jenke. Komm, mein Freund, hör mal. Also wer nach Südfrankreich kommt, ja, und sich hier ein Haus mietet, der muss echt bereit sein zu suchen. Das war jetzt ein Abenteuer, oder? Aber hallo, wir haben schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass dieses Haus überhaupt existiert. Aber ich war noch positiv, natürlich. Leider bin ich ganze Zeit auf der Suche nach einer Steckdose hier draußen, aber es gibt nichts irgendwie. Ne? Die Autos werden jetzt hier draußen stehen und wir werden uns jetzt gemeinsam die Verbräuche mal angucken. Cenk, fangen wir erst mit dem EV9 an. Wie sieht's aus mit dem Verbrauch hier bei dir? 1112 Kilometer, würde ich sagen. Durchschnittlich 25,9 Kilowattstunden. Wir sind angekommen mit 44% State of Charge. Und jetzt würde ich sagen, was macht der Kia EV6? Unser Kia EV6 hat von Köln aus gemacht, Sekündchen, 1102,4 Kilometer mit durchschnittlich 21,3 Kilowattstunden. Warum? Weil der Cenk etwas weiter wohnt als ich und wir sind heute Morgen gemeinsam, nicht gemeinsam gestartet, aber haben uns an der ersten Ladepause getroffen. Die Autos haben sich beide sehr gut geschlagen. Wir haben insgesamt 4-mal geladen. Die Zeiten sind völlig egal, weil wir uns immer Zeit gelassen haben, genau, in den Ladepausen. Genau. Ne? War soweit okay. Teilweise mussten wir immer kurz warten, ja, nicht lange. Mhm. Immer ganz kurz warten, war aber okay. Was uns halt aufgehalten hat, war Stau. Stau.
Also wir haben mindestens 2 Stunden für den Stau verloren. Wir haben jetzt insgesamt 15 Stunden gebraucht von Köln. Aber 2 Stunden Stau und 1 Stunde haben wir insgesamt vertrödelt. Genau. Wir sind gemeinsam gewesen, wir haben gegessen, wir haben gelacht, wir haben erzählt und so weiter. Also die Ladezeit hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ja. Die Autos waren immer vor uns fertig. Richtig. Die Autos haben jedes Mal auf uns gewartet und wir haben 4-mal geladen. Warum 4-mal? Ihr hättet das auch mit Sicherheit mit 3-mal geschafft. So ist es nicht. Aber wir haben nun mal, wir wollten bei Ionity laden. Ne? Genau. Und weil wir vor Ort uns nicht auskennen, wollten wir lieber ein bisschen mehr haben im Auto. Richtig. Ne? Als wir mit 0% Richtig. Ankommen. Wir sind jetzt beide mit etwas über 40% State of Charge gekommen. Das ist okay. Und ja, ich würde sagen, die nächsten 3 Tage, die werden lustig. Genau, jetzt Koffer auspacken oder erst die Roomtour machen. Roomtour, genau. Lass uns mal die Roomtour machen, komm. Also, von außen soweit etwas dunkel, aber wie sieht's aus, wenn wir jetzt reingehen? Ich checke mal alle Lichter. Okay, also Wohn- und Essbereich sieht schon mal sehr, sehr, sehr modern, sehr super, klasse, schön aus. Von mir gibt es dann einen Klavierunterricht heute. Achso, wie gefällt es dir, mein Schatz? Sag schön. Mal. Ja, draußen, ne? Du musst du gleich zeigen. Melek, wie gefällt es dir? Wir haben nur ein Badezimmer. Nur ein Badezimmer? Dafür werde ich sie aber gleich chillen. Sonst ist es schon sehr schön. Also ein bisschen komisch, ein Badezimmer, eine separate Dusche und noch ein separates WC. Aber nicht mal mit Waschbecken, das ja, ist das. Ja, okay. Wir müssen halt leicht ihre Zähne putzen. Genau. Naja, aber Hauptsache 2 WCs. Also, Küche ist hier, Kochbereich ist hier, Esstisch. Da hinten ist der Pool und Moment, kann ich euch auch gerne mal zeigen. So. Das ist die Sitzecke sozusagen und hier ist der Pool. Na, wenn wir Glück haben, können wir morgen vielleicht da reinspringen. Oder Aileen? Ich springe mal rein. Traust du dich? Natürlich. Und französische Architektur, Südfrankreich. Ich liebe Südfrankreich, ich liebe es einfach. Also es ist ja hier relativ neu und die Straße ist halt neu. Deswegen war das halt auch ein bisschen schwer zu finden. Ja, auf jeden Fall. Was ich gerade vermisse, sind Zitronenbäume. Ich bin das so gewohnt, immer Zitronenbäume um mich herum zu haben. Cenk, was sagst du, wie gefällt es dir? Schön. Ja? Dunkeln kann ich halt kaum irgendwas erkennen, aber morgen früh. Ja, und die Einrichtung, was sagst du dazu? Einrichtung ist okay. Was ist okay? Das ist schön. Aber sauber auf jeden Fall. Wie sehen die Zimmer aus? Also, einmal Badezimmer, Toilette, Dusche und ein Schlafzimmer. Genau. Was sehr, sehr ungewohnt ist, ich befürchte es jetzt schon. Ich denke, es ist zu weich. Oh nee, nee? Gut. Nee, nee, ne? Ja, ein bisschen hart, ist aber okay. Super. Aber sehr tief, ne? Super. Komisch. Ja. Hier haben wir noch ein Zimmer. Hier ein Zimmer. Hier ist ein Zimmer für die Kinder. Ah ja, ein Etagenbett, hier ein Schrank. Und einen Fitnessraum gibt es. Waschmaschine ist da auch drin. Und ja, das war's dann. Und ja, hinten gibt es halt noch ein WC. Und das andere Schlafzimmer noch. Alles klar. Und im nächsten Video unternehmen wir zu siebt in dem Kia EV9 einen Ausflug nach Cassis, ein wunderschönes Städtchen in Südfrankreich mit einer traumhaften Kulisse. Wir unternehmen eine Bootsfahrt in die Calanque und laden unterwegs auf und essen Eis und lassen es uns einfach gut gehen. Natürlich gibt es noch einige Infos zu der Fahrt und zu den Ortschaften, wo wir sind. Also solltet ihr unbedingt dranbleiben und am besten jetzt spätestens den Kanal abonnieren. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis bald.